So, jetzt wollen wir mit der Vorlesung anfangen. Und zwar, heute werde ich weiter mit Mechanik fortsetzen und Bewegungen betrachten. Bewegungslehre heißt Kinematik. Ohne Betrachtung der Kräfte. Mit Betrachtung der Kräfte nennt man das Dynamik. Also ich fange an mit Kinematik. Bewegung ist Ortsveränderung eines Körpers mit fortschreitender Zeit. Dann müssen wir natürlich ein Bezugssystem haben. Und bei dieser Betrachtung, die wir jedes Mal machen, müssen wir Annäherungen und Annahmen machen, die ich jetzt erkläre, welche Annahmen wir machen. Einmal zum Beispiel, wir sagen Bewegung eines Massenpunktes. In Wirklichkeit aber betrachte ich die Bewegung eines Zuges oder eines Autos. Wie ist das zu verstehen? Das ist so zu verstehen, dass alle Körper sind zusammengesetzt aus Massenpunkten, aber wir können die Gesamtmasse eines Körpers in einem Punkt konzentriert betrachten. Und dieses Punkt nennt man Massenmittelpunkt. Und das werde ich natürlich näher erklären und auch erklären, wie man Massenmittelpunkt berechnet oder speziell Fall Schwerpunkt. Das heißt, wir betrachten die Bewegung des Massenpunktes. M, das ist die Masse, das konzentriert ist in Massenpunkt. Zweitens, nehmen wir an, bei solchen Körper, die einen Massenpunkt eindeutig definieren lässt, nennt man diese Körper starre Körper. Starre Körper bedeutet Körper, die der Abstand zwischen ihren Massenpunkten konstant bleibt. Das ist die zweite Annahme. Also bei einem starren Körper, dann haben wir einen Massenmittelpunkt und beziehen uns, wenn wir von M sprechen, dass die Masse konzentriert ist in diesem Massenpunkt. Bei verformbaren Körper werde ich natürlich gelten alle Gesetze, die wir später erklären. Und zweitens müssen wir wissen, dass alle Bewegungen können sich darstellen als eine Translationsbewegung. Das ist eine fortschreitende Bewegung, eine Bewegung, also keine Drehbewegung. Zweitens eine Rotationsbewegung. Rotationsbewegung ist eine Drehbewegung. Rotationsbewegung kommt später dran und erstmal beschäftigen wir uns mit reinen Translationsbewegungen. So. Das sind die Annahmen, die wir jetzt haben. Und in diesem Hörsaal, Rotationsbewegungen sind Drehbewegungen. Also, in diesem Hörsaal können wir leider die Bewegungsexperimente nicht durchführen, weil die Bewegungsexperimente wollen wir ohne Reibungskraft durchführen. Und hier haben wir kein sogenannten Luftkissenbahn. Ich werde das in nächsten Vorlesungen reale Experimente mit Bewegung machen. Ich bin gezwungen, jetzt nur Simulationsexperimente zu machen mit dem Computer. Und fange ich an mit dem einfachsten Bewegungsart. Einfachste Bewegungsart ist, dass die Bewegung geradlinig ist, also die Richtung von Geschwindigkeit ändert sich nicht. Zweitens ist Geschwindigkeit konstant, sowohl in Richtung als auch der Betrag. Und diese Bewegung möchte ich jetzt mich mit dieser Bewegung befassen. Und Bewegungsgleichung aufstellen.
Gucken Sie mal an. Wir haben hier eine Landstraße. Dann fährt hier ein LKW mit einer Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit kann ich verändern. Und es gibt Stoppuhren. Diese Geschwindigkeit ist 30, das ist kein Wohngebiet, können wir ruhig sagen 50. Das ist ja was schief gegangen. So. So, ich werde eine Tabelle machen, eine Wertetabelle. Sie machen auch beim Praktikum eine Wertetabelle. Und S in Meter, aber Sie schreiben S durch Meter. T in Sekunde, Sie schreiben T durch Sekunde. Und dann haben wir natürlich eine Wertetabelle. Und diese Wertetabelle werde ich eintragen in einem Koordinatensystem. Und dann wollen wir sehen, was man gedacht hat. Das ist die Methodik der Physik. Also ich werde die Werte dann eintragen. Und dann sehen wir, dass das eine lineare Abhängigkeit ist. Also es ist keine quadratische, keine Konstante. Es ist eine lineare Abhängigkeit. Und eine Gerade. Wir werden dann die Gleichung von diesem Geraden aufstellen. Nicht? Wenn wir hier auf eine Gerade haben, können wir die Gleichung aufstellen. Da kommt darauf an, dass wir, wenn wir die Steigung wissen und auch die Steigung dieser Gerade mit m, wir haben bezeichnet das bis jetzt mit a, ist doch egal. B ist Schnittpunkt mit Y-Achse. Hier ist die Schnittpunkt mit Y-Achse 0. Das heißt, B ist gleich 0. Dann haben wir einen normalen Graphen, einen durch Nullpunkt geht. Und wir sehen, dass das für verschiedene Geschwindigkeiten verschieden ist, die Steigung der Gerade. Das heißt, die Steigung dieser Gerade ist die Geschwindigkeit. Beim Zug, die Beispiele, die kommen, oder Autos, da geben wir die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Die sind aber in Wirklichkeit Meter pro Sekunde, muss man angeben. Und das werde ich später, diese Beziehung, noch prüfen. Also, das ist die Steigung dieser Gerade ist geschwindigkeitsabhängig. Und wie wir sehen, B ist gleich 0, wie ich gesagt habe. Dann werden wir feststellen, also das ist ein Graph von dem Film. Das ist von 9 Kilometer pro Stunde. Hier haben wir aufgezeichnet. Und wir wollen versuchen, die Steigung dieser Gerade berechnen. Die Steigung dieser Gerade ist gleich die Geschwindigkeit. Das heißt mit anderen Worten, wie Sie sehen, die Steigung einer Gerade durch ein Steigungsdreieck wird bestimmt. Delta S ist gleich 150 Meter minus 50. Das entnehmen wir von der Y-Achse. Und Zeit, das ist die X-Achse, ist gleich 60 Sekunden minus 20. Egal, welche Punkte wir nehmen, die Steigung ist konstant, weil die Geschwindigkeit konstant ist. Gut, und werden wir dann die Steigung berechnen, das ist Delta S durch Delta T, eine Konstante. Und dann haben wir die Steigung in Meter pro Sekunde, das ist umgerechnet worden von Kilometer auf Meter pro Sekunde. Das heißt, wir haben hier die Steigung von 2,5 Meter pro Sekunde mal T. Die Steigung ist die Geschwindigkeit, dann können wir allgemein schreiben, ST
S ist die Strecke, das ist gleich die Geschwindigkeit mal Zeit. Den Zusammenhang der Geschwindigkeit mal Zeit nennt man Wegzeitgesetz. Und diese Graphen nennt man Wegzeitdiagramm. Das heißt also, wir haben hier Wegzeitgesetz und Wegzeitdiagramm. Und da ist eine die einfachste Wegzeitdiagramm, das es gibt, mit konstanten Geschwindigkeit. So, jetzt, das ist so eine geradlinige Bewegung. Geschwindigkeitsumrechnung, das ist etwas Triviales, aber ich möchte einmal gemacht haben. Das heißt, wir haben die Geschwindigkeit 9 Kilometer pro Stunde gehabt. In Wirklichkeit haben wir aber V gleich 2,5 Meter pro Sekunde in SI-Einheiten. Wie man das umrechnet, nicht, das wissen Sie. Aber wir wollen den Umrechnungsfaktor ausrechnen und dann Sie vielleicht auswendig behalten. Dann brauchen Sie beim Klausuren oder Übungen schnell können Sie umzurechnen. Also Kilometer ist 1000 Meter und eine Stunde ist 60 Minuten, eine Minute 60 Sekunden. Statt eine Sekunde können wir, eine Stunde können wir schreiben 3600 Sekunden. Und dann kommen wir dieser Umrechnungsfaktor. Also 1,36 Meter pro Sekunde. Ein Kilometer pro Stunde ist 1,36 Meter pro Sekunde. So, umgekehrt, wenn wir umgekehrt haben, das heißt also, wir können Meter pro Sekunde dann umrechnen in 1 Meter pro Sekunde ist 3,6 Kilometer pro Stunde. Nicht, das ist also identisch, nur die Einheit ist unterschiedlich. So, jetzt möchte ich sagen, das ist die einfachste Bewegung, die wir haben. Aber was machen wir, wenn die Geschwindigkeit nicht konstant ist? In Wirklichkeit ist das so, dass die konstante Geschwindigkeit in Natur nicht vorkommt. Also kommt vor, weil die Reibung da ist, verschiedene Faktoren da sind. Aber normalerweise ist die Geschwindigkeit veränderlich. In diesem Fall haben wir keine Gerade mehr, sondern wir haben eine Kurve. Wir haben also eine Kurve, keine Gerade. Und bei der Geschwindigkeitsänderung wird in der Gleichung nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet. Das heißt, wir berechnen die Geschwindigkeit zwischen zwei Punkten. Das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das heißt also, wir müssen diese zwei Punkte dann finden, zwischen welche Punkte diese Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet wird. Aber die momentane Geschwindigkeit bezieht sich auf einen Punkt. Und das können wir erreichen, indem wir Delta T kleiner machen. Wenn wir Delta T kleiner machen, dann haben wir praktisch, wir haben bei der Ableitung gehabt, dann in infinitesimale Rechnung, dann haben wir die Ableitung. Statt Delta S schreiben wir Delta DS und das DT. Das werde ich später ausführlicher sagen. Aber nur, dass es ein Grenzwert, Limit, wenn wir Delta T gegen 0 geht. Das ist dann die momentane Geschwindigkeit. Ich werde das später näher erklären. Jetzt möchte ich ganz kurz Kreisbewegung auch behandeln. Analog zum geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit gibt es Kreisbewegung
mit konstanten Winkelgeschwindigkeit. Da spielt die Winkelgeschwindigkeit eine große Rolle. Und da wollen wir sehen, wie das dann in diesem Fall aussieht. Erstmal, was ist wichtig bei einer kreisförmigen Bewegung? Bei einer kreisförmigen Bewegung, das gilt auch für periodische Vorgänge, ist wichtig Umlaufsdauer. Das heißt, wie lange dauert das, wenn diesen Massenpunkt zum Beispiel diesen Kreisumfang durchlaufen wird. Das heißt also, oder eine Periode. Messung der Umlaufsdauer. Im Falle einer periodischen Vorgang kann man auch sagen Schwingungsdauer. Das ist eine wichtige Größe. Wie lange dauert eine Schwingung oder diese Kreisbewegung? Wenn wir jetzt das messen, in diesem Fall haben wir zum Beispiel 3 Sekunden. Das nennt man Umlaufsdauer, aber das nennt man auch Schwingungsdauer, bezeichnet man mit T groß. Das kommt immer wieder vor, deshalb habe ich am Anfang gleich gesagt. Und die Kehrwert von Umlaufsdauer ist Frequenz. Das heißt, durch Bilden des Kehrwertes lässt sich aus der Umlaufdauer die Drehzahl nehmen. Drehzahl nennt man Frequenz. Drehzahl in diesem bestimmten Fall. Natürlich, wenn die Einheit vom T, das ist das 1 durch T, ist Drehzahl. Das heißt, wie viel Mal dreht sich das in einer Sekunde? Die Einheit, das ist pro Sekunde, aber die 1, wenn Sekunde im Nenner ist, dann ist das 1, S minus 1. Das sind also die 2 wichtigen Größen, die vorkommen beim Drehbewegungen und Kreisbewegungen. Einmal Schwingungsdauer oder Periodendauer oder Umlaufsdauer. Und einmal Drehzahl, aber wir bezeichnen immer diese Drehzahl als Periodendauer mit F, F klein. F, mit F groß wird Kraft bezeichnet. Also vergessen Sie nicht F klein. Und manche Lehrbücher schreiben sie mit Nü. Aber wir haben in unserem Praktikum und so mit F klein immer Frequenz bezeichnet. Dass Sie sich dann merken. Und so. Und wie ist das, die sogenannten Gesetze, die beim Kreisbewegung zugrunde gelegt werden? Das ist einmal, werden wir diese Gesetze ermitteln. Wir nehmen an, wie gesagt, der T groß ist 3 Sekunden. Dann fragen wir, welcher Winkel wird in einer Sekunde überstrichen. Das ist die Fragestellung, in einer Sekunde. Ja, wenn in 3 Sekunden 360 Grad oder 2 Pi überstrichen wird, dann wird das in einer Sekunde 120 Grad sein und 120 Grad ist 2/3 Pi. Das heißt mit anderen Worten, ich kann jetzt Winkelgeschwindigkeit definieren als überstrichene Winkel pro Zeiteinheit, pro Sekunde. Und ich bezeichne Winkelgeschwindigkeit mit Omega und Delta Phi ist dieser Winkel und Delta T ist die Zeit, die man braucht, um diese Winkel überstrichen zu werden. Das heißt also, ich habe hier für Omega eine Definition. Ja? Und jetzt werde ich da einsetzen.
Das ist eine Frage, das können Sie beantworten. Kann man die Winkelgeschwindigkeit errechnen, wenn lediglich Periodendauer oder Umlaufsdauer bekannt ist? Wenn wir wissen, nur t groß ist 3 Sekunden, können wir jetzt nur aus diesem einzigen Angabe, ja, können wir die Winkelgeschwindigkeit berechnen? Ja oder nein? Sagen Sie mal, bitte. Nein, doch, ja. So, jetzt eindeutiger bitte. Ja. Ich sage auch ja, mal sehen, wie reagiert unser Programm. Richtig. Jetzt noch eine Frage. Wir haben doch diese allgemeine Formel, ist gleich Delta Phi durch Delta T. Wo muss T eingesetzt werden? Bitte? Statt was? Bei dieser Gleichung, wo muss ich T einsetzen? Statt Delta T, richtig? So, jetzt zweite Frage. Was kann ich statt Delta Phi einsetzen? 2 Pi. Sehr gut beantwortet. Aber ich habe hier kein 2 Pi. Doch, jetzt habe ich. Also, ich kann hier 2 Pi einsetzen. Dann setze ich 2 Pi ein. Jetzt habe ich 2 Formeln. Einmal eine Universalformel, das immer gültig ist. Omega ist gleich Delta Phi durch Delta T. Und einmal dieser spezielle Fall. Da haben wir statt 2 Pi durch T, wenn wir Umlaufsdauer kennen. Nicht? Das ist Voraussage, ist vorausgesetzt, ist immer, dass die Winkelgeschwindigkeit konstant ist. Wenn die Winkelgeschwindigkeit nicht konstant ist, dann werden wir später das behandeln, dann haben wir eine Winkelbeschleunigung. Und so einfach sind die Verhältnisse nicht. So, jetzt können Sie fragen, gut, Winkelgeschwindigkeit können wir jetzt berechnen. Gibt es auch hier eine Bahngeschwindigkeit? Nicht? Bei geradliniger Bewegung haben wir gesehen, da gibt es auch eine Geschwindigkeit, die man auch Bahngeschwindigkeit nennt. Gibt es hier auch eine Bahngeschwindigkeit? Ja? Überlegen Sie sich mal. Oder nur Winkelgeschwindigkeit. Es gibt auch eine Bahngeschwindigkeit. Gucken Sie mal da. Und zwar, Bahngeschwindigkeit gibt es auch, nicht? Also ein Massenpunkt, eine Umdrehung, das wird auch eine Strecke zurückgelegt. Welche Strecke wird zurückgelegt bei der Zeit t groß, bitte? Den Umfang dieses Kreises ist die Strecke. Das heißt, es gibt eine Bahngeschwindigkeit. Wir können einfach schreiben, wie beim geradlinigen Bewegung, die Bahngeschwindigkeit ist gleich Delta S, die Strecke durch Delta T. Das heißt mit anderen Worten, wir können schreiben Delta S, jetzt müssen wir das einsetzen. Was setzen wir statt Delta S? Umfang eines Kreises. Und das ist gleich 2 Pi mal R, bekanntlich aus der Schule bekannt. Und was müssen wir statt Delta T schreiben? Was müssen wir statt Delta T schreiben? Bitte? Groß T. Das ist die Umlaufsdauer. Das heißt mit anderen Worten, dass ich nicht was Falsches schreibe wieder. Das heißt also, wir können jetzt schreiben Delta S 2 Pi R, das ist der Anfang, und Delta T. Das ist die
Bahngeschwindigkeit. Also wir haben jetzt auch eine Gleichung für die Bahngeschwindigkeit. So, wir haben behandelt einfach zwei Arten von Bewegungen, eine geradlinige Bewegung mit konstanten Geschwindigkeit und eine Kreisbewegung mit einer konstanten Beschleunigung. So, jetzt möchte ich sehen die Überlagerung von zwei Bewegungen. Wir haben zwei Bewegungen, die sich unabhängig voneinander überlagern lassen. Wie das ist, ich habe einmal bei dem Vektoraddition ein Beispiel vorgeführt. Das werde ich in diesem Zusammenhang das wiederholen. Das heißt, ein bisschen Wiederholung ist dabei. Einmal wenn die Bewegung in gleiche Richtung ist, nehmen wir an, dass wir einen Zug haben mit einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde und ein Mann sitzt hier, will zum Restaurant gehen. Haben wir zwei Bewegungen. Einmal Bewegung des Zuges, einmal Bewegung des Mannes. Er sitzt aber hier fest. Wir werden das den zu bewegen, bringen. Also, was wir messen, die Eigengeschwindigkeit der Person relativ zum Zug. Das heißt also, wir messen die Strecke und die Zeit. Und nehmen wir an, dass die Geschwindigkeit konstant ist. Also, geht durchgehen kann, was normalerweise nicht der Fall ist. Gut, und dann stellen wir fest, die Strecke haben wir gemessen und die Zeit haben wir auch gemessen. Dann stellen wir fest, dass die Geschwindigkeit 5 km pro Stunde ist. Und V ist gleich 1,39 Meter pro Sekunde durch diesen Umrechnungsfaktor. Und jetzt messen wir Geschwindigkeit relativ zum Landschaft. Wie denn? Das können Sie jetzt gleich sehen. Wir können hier die Wegstrecke sehen, die Wegstrecke nehmen, relativ zur Landschaft. Das heißt praktisch, diese Strecke messen wir und die Zeit auch. Dann haben wir die relativ, bewegt sich diese Person mit dem Zug relativ zur Landschaft. Und das ist die Wegstrecke, haben wir schon gemessen, durch Zeit. Meter pro Sekunde. Und dann haben wir festgestellt, dass das 85 Kilometer pro Stunde ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit dieser Person insgesamt ist 85 Kilometer pro Stunde. 5 Kilometer pro Stunde ist Eigengeschwindigkeit. Und wird 80 km pro Stunde Zuggeschwindigkeit. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Geschwindigkeitsvektor in Richtung, die beide Geschwindigkeitsvektoren bei zwei Bewegungen in gleiche Richtung sind, dann werden sich die Beträge addieren. Nicht? Das ist klar, anders haben wir auch nicht erwartet. Das ist also die Vektoraddition von zwei Vektoren, vorausgesetzt, dass die Richtung gleiche Richtung haben. So, und jetzt machen wir umgekehrt, und zwar, wie schnell bewegt sich die Person auf dem Rückweg relativ zur Landschaft? Er will vom Restaurant wieder zurückkommen. Das heißt,
Dann messen wir die Eigengeschwindigkeit, wissen wir. Wir nehmen an, dass nach dem Essen hat gleiche Geschwindigkeit hat wie vor dem Essen. Was meistens nicht der Fall ist. Nicht? Aber das ist unsere Annahme. So, jetzt, der kommt wieder zurück. Und da sehen wir messen jetzt nur die Landschaft. Weil Eigengeschwindigkeit kennen wir, die Geschwindigkeit relativ zur Landschaft. Messen wir die Wegstrecke und messen wir die Zeit. Dann sehen wir, dass die Geschwindigkeit, wenn wir das in Kilometer, ist 75 Kilometer pro Stunde. Das heißt, wir haben zwei Bewegungen mit entgegengesetzter Richtung. Und wenn die zwei Vektoren, Geschwindigkeitsvektoren, in entgegengesetzte Richtung sind, dann werden sich die Beträge subtrahieren. Nicht? Das ist ganz einfachste Fälle, wenn die entgegengesetzte Richtung haben, zwei Vektoren, oder wenn sie gleiche Richtungen haben. Mit anderen Worten, das ist der einfachste Fall, haben wir behandelt. Jetzt kommt etwas schwieriger. Wie ist das, wenn die Geschwindigkeiten senkrecht aufeinander sind? Das haben wir einmal gehabt. Und zwar, das wollen wir nicht. So. Das haben wir gehabt. Jetzt kommen wir senkrecht aufeinander stehende Geschwindigkeiten. Wenn die Geschwindigkeiten senkrecht aufeinander sind, und dann kommen wir zum beliebige Geschwindigkeitsrichtungen. Wie addieren sich und wie subtrahieren sich da? Da werden wir gleich ein Beispiel sehen, das haben Sie gesehen, aber jetzt werde ich das wiederholen. Und zwar, wir kennen das nicht. Also, wir haben einen Tennisplatz, der Wind bläst von der Seite in das Feld, von links nach rechts. Wir haben also zwei Geschwindigkeiten. Einmal die Ballgeschwindigkeit, das ist 70 Kilometer pro Stunde. Das ist ein realistischer Wert. Nicht? Ich weiß nicht, ob jemand hier Tennis spielt, aber ja. Und dann haben wir Windgeschwindigkeit. Windgeschwindigkeit kann natürlich unterschiedlich sein. Das ist umgerechnet in Meter pro Sekunde. Und die Windgeschwindigkeit ist, also die Richtung ist von links nach rechts, senkrecht da drauf. Und zwar 20 Kilometer pro Stunde von links auf den Platz. Das heißt, die beiden Geschwindigkeitsfaktoren, das ist umgerechnet in Meter pro Sekunde, umgerechnet in Meter pro Sekunde, die Geschwindigkeiten sind senkrecht aufeinander, die Richtung. Und da werden wir sehen, wie resultierende ist, die resultierende Geschwindigkeit. Die Fragestellung ist, wie schnell, das heißt der Betrag der Geschwindigkeit, und in welche Richtung fliegt der Ball. Das heißt, wir wollen sowohl den Betrag als auch die Richtung der resultierenden Geschwindigkeit kennen. Was machen wir jetzt? Vektoraddition. Erstmal, also dieses Zeichen ist der Betrag. Betrag, wenn wir einen Vektor haben, dann ist der Betrag gemeint von diesem Vektor. Was machen wir? Durch eine Parallelverschiebung von Windgeschwindigkeit an der Spitze der Ballgeschwindigkeit. Das ist Vektoraddition. Nicht?
Dann wird die resultierende ermittelt. Und zwar ganz einfach dadurch, dass wir das grafisch ermitteln, diese resultierende. Und den Betrag können wir auch sehr einfach von diesem Dreieck berechnen, weil dieser Winkel ist ja 90 Grad. Dann, das ist die Hypotenuse von diesem Dreieck. Das heißt, mit anderen Worten, haben wir den Betrag einfach gerechnet, aber wir wollen auch grafisch ermitteln. Grafisch ermitteln bedeutet, Sie nehmen einen Maßstab und messen Sie das. Ja, ohne Rechnung. Und der Betrag von diesem Gesamtgeschwindigkeit ist 72,8. Sehen Sie, das ist ganz anderes als eine normale Vektoraddition, wenn Sie gleiche Richtung haben oder entgegengesetzte Richtung haben. Das ist nicht einfache Multiplikation, einfache Addition der Beträge, sondern es kommt wirklich was anderes heraus. Das ist der Betrag der Geschwindigkeit. Gut, werden wir uns mit dem allgemeinen Fall beschäftigen, indem wir uns, die Richtung wird nicht vorgegeben, dass das senkrecht aufeinander sind, sondern beliebig. Das ist die Richtung des Resultierenden, ist nochmal da gezeichnet. So, jetzt wird der Ball nicht senkrecht über das Feld gespielt, sondern quer über das Feld gespielt. Ja? Der Wind kommt auch nicht senkrecht darauf, sondern der Wind wird auch schräg von der Seite. Das heißt, die Richtungen sind beliebig. Das ist die Ballgeschwindigkeit, verschiedene Richtungen. Und der Wind bläst natürlich mit 20 km pro Stunde weiterhin mit dem gleichen Betrag, aber unterschiedliche Richtung. Das heißt, wird so. Und da werden wir feststellen, dass es ähnlich ist wie beim senkrechten Fall, dass wir zwei Vektoren zeichnen und parallel verschieben. Das ist Ballgeschwindigkeit und das ist Windgeschwindigkeit. Das sind zwei Vektoren. Das wird genau durch eine Parallelverschiebung von Windgeschwindigkeit erreicht, dass wir wieder ein Dreieck haben. Und da wird die resultierende ermittelt von 85,5 km pro Stunde. Und das ist ein allgemeiner Fall. Das können wir auch grafisch ermitteln. Das ist ein allgemeiner Fall. Das ist die Überlagerung von Bewegungen. Wichtig ist, dass diese zwei Bewegungen sich unabhängig davon überlagern. Ich werde noch Beispiele bringen beim nächsten Mal. Und die Versuche werden wir auch real durchführen, nicht durch Simulation, dass diese Unabhängigkeit einfach da ist bei der Überlagerung von Bewegungen. Das ist die Richtung von Ball dann in diesem Fall. So, jetzt betrachten wir einen anderen Fall, und zwar wir haben bis jetzt die zwei Komponenten gehabt von Vektor, also Geschwindigkeitsvektor, und dann haben wir die resultierende bestimmt. Ja? Jetzt machen wir umgekehrt. Wir haben jetzt die resultierende ist bekannt mit einer Komponente. Eine Komponente ist bekannt, resultierende ist auch bekannt. Ja? Und wir wollen jetzt die andere Komponente berechnen. Und das machen wir durch ein Beispiel. Also, wir haben so, es gibt hier einen See. Wir wollen also von Ort B nach Ort A fahren. Mit einem Boot.
Und durch, es gibt einen Seitenwind auf dem See. Das heißt, dieser See hat eine seitliche Strömung von links nach rechts. Und das ist 3 km/h. Das heißt, die Strömungsgeschwindigkeit kennen wir. Betrag 3 km/h und Richtung von links nach rechts. Was wir noch kennen ist, wir wollen in einer Stunde hier sein. Das hat 10 Kilometer Abstand zwischen Ort A und Ort B. Und das wollen wir das in einer Stunde zurücklegen. Das heißt, wir haben eine Geschwindigkeit vom Resultierenden, das wollen wir haben, ne? Ist 10 km/h. Die Frage, was für uns wichtig ist, mit welcher Geschwindigkeit muss dieses Boot fahren? Das Boot, die Bootgeschwindigkeit ist für uns wichtig. So, was machen wir jetzt? Wir werden das ermitteln durch grafische Vektoraddition. Und zwar ähnlich, das ist also die Fragestellung. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir, also, ...10 km/h, das wollen wir haben, das ist die resultierende. Strömungsgeschwindigkeit ist das, das machen wir umgekehrt. Das heißt mit anderen Worten, die Bootgeschwindigkeit ist als eine Komponente, kommt als Ergebnis raus. Haben wir hier eine Vektoraddition gemacht oder was haben wir hier gemacht? Also wir haben auch parallel verschoben, aber umgekehrt, also nicht so wie beim Vektoraddition. Und die Frage, was haben wir hier gemacht? Also, resultierende ist bekannt, Strömungsgeschwindigkeit, V-Boot als eine Komponente haben wir ermittelt. Was haben wir gemacht? Vektoraddition oder was haben wir gemacht? Bitte? Lauter, richtig. Eine Subtraktion haben wir gemacht. Eine Vektorsubtraktion. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist eigentlich eine Vektorsubtraktion. Das heißt, wir haben einfach resultierende minus die Strömungsgeschwindigkeit, dann haben wir Verbot erhalten. Das ist eine umgekehrte Aufgabe, nicht? Bis jetzt haben wir 2 Komponenten gehabt. Resultierende ermittelt. Jetzt haben wir die resultierende und eine Komponente, dann haben wir die andere Komponente einfach ermittelt. Das ist eine Vektorsubtraktion. So, das sind also, wir sind fertig mit der Überlagerung von Bewegungen, die sich unabhängig davon überlagern. Jetzt, das ist, die Verhältnisse sind bei den Bewegungen nicht so einfach. Wir haben immer angenommen, zum Beispiel bei geradlinigen Bewegungen, dass sie konstante Geschwindigkeit haben, bei einer Kreisbewegung, dass sie konstante Winkelgeschwindigkeit haben. Das ist normalerweise im Alltag auch nicht der Fall. Das heißt, wir haben eine Geschwindigkeitsänderung. Jetzt betrachte ich eine besondere Art, wenn die Geschwindigkeit sich ändert, aber die Änderung konstant ist. Die Geschwindigkeitsänderung pro Sekunde nennen wir Beschleunigung. Jetzt fangen wir an mit dem, wenn Beschleunigung konstant ist, dann ist das eine zweite Bewegungsart, die wir gleichförmig beschleunigte Bewegung nennen. Und damit können wir jetzt beschäftigen. Wir können die Bewegung eines Zuges betrachten, mit diesen Näherungen, die ich gemacht habe, und in einem Diagramm aufzeichnen.
Wir haben ein Diagramm und Zeitachse bei den Bewegungen sind meistens X-Achse ist die Zeitachse. Und dann hier werden wir die Geschwindigkeit auftragen. Die Geschwindigkeit ist jetzt nicht mehr konstant. Das heißt, wir betrachten den Tachometer und tragen die aktuelle Geschwindigkeit in das Diagramm ein. Also wir werden sehen, zum Beispiel ein Zug fängt hier an mit Null Geschwindigkeit im Nullpunkt. Und dann wird die Geschwindigkeit erhöht. Nehmen wir an, dass die Geschwindigkeitsänderung gleich ist, das heißt gleichmäßig wird die Geschwindigkeit erhöht. So, bis eine Höchstgeschwindigkeit. So, diese Geschwindigkeitsänderung am Anfang, das machen Sie auch beim Ihrem Autofahren, nicht? Erstmal ist die Geschwindigkeit Null und dann werden Sie die Geschwindigkeit auf eine Höchstgeschwindigkeit, wie viel ist das? 50, ne? Nicht vergessen, normalerweise, ja? 50 Kilometer pro Stunde erhöht. So. Sie werden wahrscheinlich aber nicht gleichmäßig die Geschwindigkeit erhöhen, aber beim Zug wird das gleichmäßig gemacht. So. Und zwar, wir zeichnen für jeden Augenblick eine Geschwindigkeit. Also 0 ist die Geschwindigkeit 0. Nach 2 Sekunden haben wir eine Geschwindigkeit von 7,2 km/h, Kilometer pro Stunde. Und ja, und so weiter. Nach 6 Sekunden haben wir 28,8. Und dann machen wir, vervollständigen wir am Ende bis, sagen wir, 110. Haben wir die Geschwindigkeit gezeichnet. Was Sie hier sehen, dass die X-Achse Zeitachse ist und die Geschwindigkeit sozusagen Y-Achse ist. Dieses Diagramm hat einen Namen und zwar ist Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm. Geschwindigkeit, Zeit, Diagramm. So. Was ist interessant bei, das ist nicht mehr Geschwindigkeit konstant. Die Diagramm ist linear bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeitsänderung. Das heißt, ist eine Gerade, halbgerade, also fängt hier vom Null an, beim Null ist die Geschwindigkeit Null. Und der hat eine Steigung. Und diese Steigung ist überall konstant bei einem Gerade. Das heißt, hier ist die Steigung nicht die Geschwindigkeit, sondern die Steigung ist die Geschwindigkeitsänderung. Delta V ist die Geschwindigkeitsänderung durch Delta T, ist die Zeit, die benötigt wird, um diese Geschwindigkeitsänderung zu führen. Jetzt können wir sehen, das ist also in diesem Punkt, wir haben diese zwei Punkte genommen, von 5 Sekunden bis 15 Sekunden, dann wird die Geschwindigkeit von 18 auf 54 erhöht. Jetzt nehmen wir einen anderen Punkt, und zwar, wir rechnen einfach aus von 20 bis 30 Sekunden und wir sehen, dass hier ist auch Delta V ist 72, die Geschwindigkeit auf 108 erhöht worden in diesem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben wieder 36 Kilometer pro Stunde. Das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eine konstante, diese konstante Steigung.
Und diese konstante Steigung das können wir auch umrechnen. Das ist eine komische Einheit, Kilometer pro Stunde durch Sekunde. Aber später werden wir das sehen und korrigieren. Aber das ist nur, weil das übersichtlich ist. Das heißt also, wir haben zwei Einheiten für Zeit genommen. Also jede Sekunde wird die Geschwindigkeit 3,6 Kilometer pro Stunde erhöht. Das ist die Kennzeichnung dieser Bewegung. Also diese Bewegung ist eine also diese Beschleunigung, Geschwindigkeitsänderung nennen wir Beschleunigung. Das ist eine gleichförmig beschleunigte Bewegung mit einer konstanten Beschleunigung. Und unter der Beschleunigung allgemein versteht man den Quotienten aus Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit. Das heißt also, wir haben, genauso wie bei Geschwindigkeit, hier eine Durchschnittsbeschleunigung, wenn die Beschleunigung sich verändert. Das werde ich gleich zeigen. Aber man schreibt also A gleich Delta V durch Delta T. Das ist nur der Fall, entweder als Durchschnittsbeschleunigung, genau wie bei Geschwindigkeit, oder wenn die Beschleunigung konstant ist. Wenn die Beschleunigung nicht konstant ist, dann gilt eine andere Regel, und zwar werde ich gleich erläutern. Das ist eine Definition, dass wir diese, wenn die Beschleunigung konstant ist, wir werden die Bewegung, gleichmäßig beschleunigte Bewegung, nennen. Gut, jetzt haben wir A gleich Delta V durch Delta T. Und da sehen wir, dass wir hier umrechnen können, weil A konstant ist, können wir schreiben, statt Delta T und Delta V, einfach T und V. Wir sehen, das ist überall gleich, die Beschleunigung. In diesem Fall können wir schreiben, V ist gleich A mal T. Und das ist wichtig. Das ist die Geschwindigkeit, Zeitgesetz, Geschwindigkeit, Zeitgesetz. Nicht Wegzeit, Geschwindigkeit, Zeitgesetz für eine gleichförmig beschleunigte Bewegung. V ist gleich A mal T. V ist, das heißt also, in jedem Zeitpunkt haben wir unterschiedliche Geschwindigkeit. Die Beschleunigung ist aber konstant. Die Geschwindigkeit ist dann proportional zu T und dann haben wir eine Linearität und lineare Zusammenhang. Und da, also das ist also bei einer geradlinigen Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, erinnern Sie sich, haben wir zuerst Wegzeitgesetz ermittelt. Hier haben wir erst Geschwindigkeitzeitgesetz ermittelt. Weil das so einfach war, haben wir das diese ermittelt und jetzt ja, jetzt kommen wir zum Momentan und Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist der einfachste, eine einfache Bewegung, wenn die Geschwindigkeit konstant ist und wenn die Beschleunigung konstant ist. Gibt es in der Natur irgendwo ein Beispiel, wo die Beschleunigung konstant ist? Eine alltägliche Bitte? Sehr schön, der Freifall. Beim Freifall, also wenn ein Körper nach unten fährt, vorausgesetzt, dass wir die Reibungskraft, Luftreibung vernachlässigen, dann haben wir eine konstante Beschleunigung.
das hängt von Erde ab. Und diese konstante Beschleunigung ist wie viel? 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist ein Beispiel für diese Bewegungsart. So, jetzt wird das aber komplizierter. Gucken Sie mal da, bei einem Zug, bei einem, der wird vom Null, jede Sekunde, haben wir gesagt, 3,6 Kilometer pro Stunde, jede Sekunde wird 3,6 Kilometer pro Stunde die Geschwindigkeit mehr. Nach 180 Sekunden hat eine Geschwindigkeit von 648 Kilometer pro Stunde. Ist das Ergebnis realistisch? Bitte? Bei einem Zug? Bitte? Nein. Was haben wir hier falsch gemacht? Wir haben hier eine Tabelle gemacht, haben wir gesagt, jede Sekunde wird 3,6 Kilometer pro Stunde erhöht und nach 180 Kilometer haben wir. Wir haben nichts falsch gemacht. Aber wir haben nicht kritisch betrachtet, alle Wertetabellen. Jedes Zug hat eine, jedes Auto auch, hat eine Höchstgeschwindigkeit. Und der Zug auch. Das ist übertrieben. So eine Geschwindigkeit können die Züge nicht erreichen. Das heißt also, es gibt eine Höchstgeschwindigkeit. Und zwar, wenn wir wieder betrachten, die Geschwindigkeit Zeitdiagramm, dann werden wir sehen, dass am Anfang eine lineare Beziehung, das heißt eine gerade Beziehung gibt, zwischen, also das ist wieder Weg, das ist wieder Geschwindigkeit-Zeitdiagramm, das ist die Zeitachse und das ist wieder die Geschwindigkeit. Wir sehen, was wir bis jetzt berechnet haben, das haben wir hier im linearen Teil. Am Anfang haben wir berechnet. Irgendwann wird es allmählich die Geschwindigkeitsänderung nicht so groß sein, bis der Zug auf eine Höchstgeschwindigkeit kommt. Das heißt, dieser Wert hier wird nicht erreicht. So, wenn eine Gebrauchtwagenhändler oder eine Wagenhändler sagt, diese Geschwindigkeit, dieses Auto hat eine Beschleunigung von so viel, wenn Sie vom 0 auf 100 Kilometer pro Stunde kommen, dann wird er einen bestimmten Punkt hier wählen, zwischen 0 und das. Und dieser Punkt ist meistens nicht in linearer Teil. Das heißt, es spricht von einem Durchschnittsbeschleunigung. Jetzt beschäftigen wir uns wieder mit dem linearen Teil, also am Anfang, was wir gemacht haben. Da ist die Steigung konstant. Delta V1 gleich Delta T. Delta T haben wir hier gleich genommen. Delta V2 ist gleich Delta T dV3. Das heißt, hier ist die Beschleunigung konstant und die Geschwindigkeitsänderung konstant. Aber in diesem Bereich ist die Linearität nicht mehr da. Das heißt, wenn wir für diesen Bereich wieder Delta V4 durch Delta T berechnen, ist ungleich Delta 5 durch Delta T, wie Sie sehen. Es wird kleiner, die Beschleunigung, bis zum Höchstgeschwindigkeit. Und bei der Höchstgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit 0, ist die Beschleunigung 0. Wenn die Höchstgeschwindigkeit erreicht ist, dann nehmen wir an, dass mit der Konstantgeschwindigkeit weiterfährt. Das heißt mit anderen Worten, wir haben diesen linearen Bereich und hier ist die Beschleunigung nicht mehr konstant. So, und ist die Beschleunigung nicht mehr konstant. Das heißt, wir können jetzt diese Frage beantworten, der sagt also, der
Autohändler, der braucht 7,5 Sekunden, bis sie auf 0 auf 100 Kilometer pro Stunde kommen. So viel Zeit brauchen wir. Aber wir sehen, der 100 Kilometer pro Stunde ist nicht im linearen Bereich. Das heißt, diese Aussage ist physikalisch falsch. Ja? Der hat eine Durchschnittsbeschleunigung berechnet. Er hat die Beschleunigung berechnet zwischen 0 und diesem Punkt. Das heißt, er hat die Durchschnittsbeschleunigung zwischen zwei Punkten berechnet, nicht die momentane Beschleunigung. Nicht? Das heißt also, exakt ist das physikalisch nicht, was er uns erzählt. Im Beispiel gilt, 13,3 bezieht, das ist eine Durchschnittsbeschleunigung zwischen 0 und 7,5 Sekunden. Ja, und jetzt kommen wir zur Definition von Momentanbeschleunigung. Also, der Fahrzeug beschleunigt also in den ersten 7,5 Sekunden mit durchschnittlich 13,3 Kilometer pro Stunde mal Sekunde. Das ist die Steigungsverhalten, ist unterschiedlich, deshalb sprechen wir von Durchschnittsbeschleunigung. Also, wir haben einen grünen Bereich, in diesem grünen Bereich ist Linearität da, ist Durchschnittsbeschleunigung gleich Momentanbeschleunigung. Aber bei diesem roten Bereich ist die Beschleunigung nicht mehr konstant und da müssen wir Momentanbeschleunigung definieren. Und Momentanbeschleunigung definieren auch, wir können die Momentanbeschleunigung definieren, genau ähnlich wie die Momentangeschwindigkeit bei dem veränderlichen Geschwindigkeit gemacht haben. Wie denn? Hier gucken Sie mal das an. Wir greifen das wieder, mathematisch werden wir das erklären. Also, wenn die Geschwindigkeit nicht konstant ist, dann haben wir praktisch unterschiedliche Beschleunigungen. Und um das Momentanbeschleunigung zu berechnen, dann haben wir können Delta T immer kleiner machen. Wenn wir Delta T kleiner machen, das heißt, Delta T wird gegen 0 gehen im Grenzfall, dann bekommen wir Momentanbeschleunigung. Also hier wurde wieder aufgeführt, eine Beschleunigung von Delta V1 durch Delta T1 ist hier Kilometer. Rechnen wir das an, wie viel die Beschleunigung hier ist, dann werden wir Delta T1 kleiner machen. Hier war 2 Sekunden. Jetzt machen wir Delta T kleiner. Das ist auch ein gutes Beispiel für Ableitung und Differentialrechnung und Differentialquotienten. Passen Sie mal, wie das funktioniert. Nicht? Also statt 2,1, also Delta T machen wir kleiner. Machen wir jetzt 1 Sekunde. Statt 2 Sekunden machen wir 1 Sekunde. Das heißt, Delta T kleiner machen. Und dann sehen wir, dass wir eine andere Beschleunigung dann haben. Und das ist 1 Sekunde. Also wir haben Delta T kleiner gemacht, dann hier haben wir eine andere Beschleunigung, also kleiner. Und dann kommen wir zum Grenzwert. Eine Grenzwertsituation kommt vor, wenn Delta T theoretisch gegen 0 strebt. Das heißt, wir haben hier einen Differentialquotienten bekommen. Wenn wir Delta T immer kleiner machen, im Grenzfass Delta T gegen 0 streben lassen, Delta V durch Delta T, dann schreiben wir Limis, den Grenzwert von Delta V durch Delta T, wenn Delta T gegen 0 ist. Das ist unsere Momentanbeschleunigung. Also Momentanbeschleunigung wird definiert, wenn Delta T sehr klein ist. Das ist wie Momentangeschwindigkeit.
Das heißt, mit anderen Worten, wir haben hier Momentanbeschleunigung definiert und Durchschnittsbeschleunigung definiert. Jetzt können wir sehen, diese Differentialableitung, also, und dann können wir sagen, dass die Beschleunigung ist die Ableitung von Geschwindigkeit nach der Zeit. Oder können wir sagen, Beschleunigung ist die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit. Diese Bewegungsgesetze wurden experimentell von italienischen Physiker Galilei erstmal gefunden, solche, das sind diese Sachen, die ich jetzt erzähle, aber durch Newton, eine klassische Mechanik, also ich unterrichte newtonische Physik sozusagen, klassische Physik, wurde mathematisch exakt formuliert. Also diese Ableitung und Differentialkoeffizienten sind unabhängig davon, von Leipzig und von Leibniz und von Newton entdeckt worden. Aber Newton hat das eingebettet in die Bewegungsgesetze, Formulierung der Bewegungsgesetze. Das hat alles Newton gemacht mit der Ableitung und so weiter. Auf jeden Fall, das ist die Definition der Beschleunigung. Jetzt, wir haben beim einfachsten Bewegungsart, das heißt Bewegung, geradlinige Bewegung mit konstanten Geschwindigkeit, haben wir Wegzeitgesetz entdeckt, aufgestellt. Ja? Und jetzt die Frage, bei dieser Bewegungsart, also Geschwindigkeit ist nicht konstant, aber Beschleunigung ist konstant. Was haben wir hier gemacht? Haben wir als erste Geschwindigkeit-Zeitgesetz aufgestellt als erste. Jetzt wollen wir sehen, welche Strecke wir zurückgelegt. Das heißt, wir wollen Wegzeitgesetz hier ermitteln. Das ist ein sehr interessantes Beispiel, um Sie verstehen, was Integral ist. Integral, besonders bestimmten Integral, als Wegstrecke. Deshalb werde ich ziemlich ausführlich das machen. Wenn jemand verstehen will, wie das Integral funktioniert, und hier, das ist eine gute Anwendung davon. Und zwar, Bestimmung des zurückgelegten Wegs. Wir haben ein Wegzeitgesetz bei einer gleichförmigen Bewegung, dann haben wir eine Gerade. Das kennen wir. Wir wollen aber wissen, wir wissen, in welchem Zeitpunkt welche Geschwindigkeit hat dieser Körper. Das ist das Zeitgeschwindigkeit-Diagramm. Der gibt aber keine Auskunft über den zurückgelegten Weg. Denken Sie, der gibt auch eine Auskunft. Die Auskunft geht über bestimmten Integral. Und zwar Bestimmung der zurückgelegten Wegstrecke. Ja, wir werden die Zeitachse in Intervallen teilen, Delta T, also gleiche Intervalle. Delta T, Delta T, Delta T, Delta T, Delta T. Das sind gleich. Gleiche Zeitintervalle. Und nehmen wir an, und V ist entsprechend, und diesem Intervall wird die Geschwindigkeit geändert. Wir nehmen an, dass in diesem Intervall Delta T die Geschwindigkeit konstant ist. Das ist V1, erste Geschwindigkeit. V2, zweite Geschwindigkeit. V3 und so weiter. Das heißt, das ist die Annahme. Das ist aber eine Annahme, das hat einen Fehler, aber für erste Annäherung. Erste Näherung. Also, wir haben hier diese Annahme gemacht. Wir haben 5 Zeitintervalle, in der die Zeit, die Geschwindigkeit konstant ist. Weil während dieser Intervall die Zeit konstant ist, innerhalb eines Intervalls haben wir einfachste Bewegungsart. Einfachste Bewegungsart, das heißt, wir haben hier die Geschwindigkeit konstant angenommen. Das heißt, innerhalb dieses Intervalls können wir schreiben, S ist gleich V mal T. Das ist der einfachste Wegzeitgesetz.
Für jedem Intervall gilt das, aber unterschiedlich. Hier ist V1, hier ist V2, hier ist V3, hier ist V4. Aber dieses Gesetz gilt. So. Jetzt können wir sehen, wie groß ist die Wegstrecke. Das ist die Wegstrecke während eines Intervalls, der zurückgelegt wird. Wenn wir diese Wegstrecken addieren, dann bekommen wir die gesamte Wegstrecke. Nicht? Hier haben wir S1, S2, S3, S4, S5. Und dann haben wir die gesamte mit dieser Annahme. Si ist gleich, S1 ist gleich V1 mal Delta T. Das ist die Strecke, die innerhalb dem ersten Intervall zurückgelegt worden ist. Und so weiter. Und was ist dann das? V1 mal Delta T, was ist das? V1, das ist diese Seite von diesem Viereck. Delta T ist diese Seite. Das heißt, diese Fläche. Das heißt, diese Fläche in jedem Intervall repräsentiert, was repräsentiert das? Eine Wegstrecke. Diese Fläche repräsentiert eine Wegstrecke. Ja? Wir wollen aber, um diese Fehler zu vermeiden, diese Intervalle kleiner machen. Gucken Sie mal da. Delta T wird immer kleiner. Dann haben wir die Fläche unter der Kurve sozusagen. Das haben Sie gehabt als Integral in Oberstufe. Ne? Das ist ein bestimmtes Integral, der hat zwei Grenzen. In diesem Fall ist die Grenze einmal V0, einmal V5. Das heißt mit anderen Worten, wir haben integriert V über T in einem bestimmten Intervall und das ist exakt die Fläche. Nicht? Weil wir Delta T unendlich klein gemacht haben. Das ist exakt die Fläche, repräsentiert, diese Fläche repräsentiert die Wegstrecke. Das heißt mit anderen Worten, wir können diese Fläche ausrechnen, das ist doch klar. V mal T, ein halbe. Nicht? V mal T ist die Gesamtfläche von diesem Viereck und das ist ein halbe T mal V. Das ist die Fläche und das ist gleich S. Wir können dann schreiben, die Strecke ist gleich S, ist gleich ein halbe T mal V. Und wir wollen jetzt V eliminieren und Beschleunigung reinbringen. Wir haben dieses Gesetz V gleich A mal T. Wir können statt V schreiben A mal T. Was haben wir dann? Ein halbe A mal T Quadrat. Das ist die Berechnung der Wegstrecke, wenn die Beschleunigung konstant ist, also bei einem gleichförmig konstante Bewegung. Gleichförmig beschleunigte Bewegung. Bei einem gleichförmig beschleunigte Bewegung. Und da gibt es ein Beispiel. Jetzt können wir zu jedem Zeitpunkt, wir konnten bis jetzt durch Geschwindigkeit-Zeitgesetz zu jedem Zeitpunkt Geschwindigkeit berechnen. Jetzt können wir zu jedem Zeitpunkt die Strecke berechnen, wie viel das zugelegt worden ist. Zum Beispiel, wenn 2 Meter pro Sekunde die Beschleunigung ist und wir wollen nach 21 Sekunden, wie viel Zeit zurückgelegt wird, einfach einsetzen. Da haben wir 441 Meter. Das ist also die Weggeschwindigkeitsgesetz der gleichförmig beschleunigten Bewegung. So, jetzt
Also bis jetzt haben wir zwei Arten von Bewegungen, habe ich erklärt. Einfach geradlinig, gleichförmige Bewegung, das ist mit konstanten Geschwindigkeit, und gleichförmig beschleunigte Bewegung mit konstanten Beschleunigung. Dann haben wir erklärt, wenn wir Geschwindigkeit nicht konstant ist, dann müssen wir unterscheiden zwischen Durchschnittsgeschwindigkeit und Momentangeschwindigkeit. Wenn die Beschleunigung nicht konstant ist, müssen wir unterscheiden zwischen Durchschnittsbeschleunigung und Momentanbeschleunigung. So, jetzt möchte ich da diese komischen Einheiten, die wir benutzt haben, mit Kilometer pro Stunde durch Sekunde, und das möchte ich einmal erklären, und das gucken, wie das ist, also mit den Einheiten. Ich habe gesagt, die Einheiten sind festgelegt beim internationalen Einheitssystem. In der Bundesrepublik ist auch seit 1970, glaube ich, ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Mediziner noch nicht die internationale Einheitssystem benutzen, zum Beispiel beim Druck, dass sie noch Millibar oder Bar nennen und nicht Pascal. Das werden sie irgendwann tun. Ja? Auf jeden Fall, die Einheiten sind vorgeschrieben, und wir sehen, da ist die Einheit vom Strecken muss Meter und zur Messung vom Zeiten muss Sekunde. Aber wir haben hier, um das ein bisschen übersichtlich zu machen, Kilometer pro Stunde und Sekunde genannt bei manchen Einheiten. Und die Einheit von Geschwindigkeit ist Meter pro Sekunde. Die Einheit von Beschleunigung ist Meter pro Sekunde Quadrat. Ja? Keine andere Einheit benutzen. Jetzt können wir das erklären, wie das die Einheit, diese Einheit, die wir benutzt haben, zu verstehen ist. Das haben wir nur so anschaulich benutzt, aber das ist keine richtige Einheit, Kilometerstunde pro Sekunde. Auf jeden Fall, Sie können das auf jeden Fall umformen. Die haben wir das gezeigt, wie man das macht. Zum Beispiel, wir haben gesagt, 3,6 Kilometer pro Stunde pro Sekunde. Pro Sekunde wird 3,6. In 10 Sekunden zum Beispiel wird 36 Kilometer pro Stunde schneller. Statt Stunde nehmen wir 3600 Sekunden, statt Kilometer nehmen wir 1000. Und dann können wir diese Einheit so schreiben. Das wissen Sie. Und das entspricht 10 Meter pro Sekunde. Also 36 Kilometer pro Stunde entspricht 10 Meter pro Sekunde. Und das werden wir das immer mit Meter pro Sekunde weiter behandeln. So, wenn wir jetzt die Beschleunigung haben wollen, können wir die Geschwindigkeit V einsetzen in richtige Einheit. Das ist 10 Meter pro Sekunde, nicht mehr 36 Kilometer pro Stunde durch 10 Sekunden. Dann bekommen wir 1 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist die richtige Einheit der Beschleunigung. Meter pro Sekunde Quadrat, also nicht Stunden. Ja? Das ist, möchte ich das korrigieren, was wir hier anschaulich gesagt haben, aber in Wirklichkeit ist das so, dass wir diese SI-Einheiten benutzen. So, jetzt werde ich so weiter vorgehen. Wir werden das nächste Mal etwas freie Fall als ein Beispiel für gleichförmig beschleunigte Bewegung experimentieren, vorführen, und dann werde ich das nächste Mal mit reibungslose Bewegungen auf der Luftkissenbahn werde ich die gleichförmig beschleunigte Bewegung auch experimentieren, real experimentieren, nicht mit Computersimulation, und dann werde ich wahrscheinlich mit Dynamik anfangen. Dynamik bedeutet Untersuchung der
Bewegungen mit Berücksichtigung der Kräfte. Das ist also, was ich nächstes Mal bringe, im Hörsaal 2, also im anderen Hörsaal. Und wer Fragen hat, kann jetzt stellen. Bitte, wir haben noch 5, 6 Minuten Zeit. Haben Sie Fragen zu dem Stoff oder allgemein? Bitte.